Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krotos Computer und zwar mit dem Gaming-PC Das Monte Edition 4080 Super für 2330 Euro. Das System wurde uns vorgeschlagen von Wikinger bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr habt auch alle Namen, ne? Wikinger, Gladiator, also ihr seid echt schon gut drauf. Kommen wir eben erst zu dem Bild. Das Bild, das passt sogar einigermaßen. Bei der Grafikkarte kann man sich jetzt nicht festschreiben. Ich weiß nicht, welches Modell er da jetzt reinpackt. Da ist jetzt eine Gainboard drin. Ich habe wie immer die günstigste in die Geisterliste gepackt, weil die könnte ja potenziell reinwandern. Aber das Board passt, die Wasserkühlung, das Gehäuse und so weiter. Da habt ihr auf jeden Fall eine Ahnung davon, wie das System dann hinterher aussehen wird. Auch hier sieht man unbeleuchtete Arbeitsspeicher und er verbaut halt auch den unbeleuchteten. Von daher passt das. Starten wir wie immer erst mit dem Gehäuse. Das ist das Endify Arc 700 ARGB. Das bringt schon 340 mm Lüfter in der Front mit und 140er im Heck. Alle RGB beleuchtet. Das Gehäuse hatte ich selber auch schon im Test. Ist auch sehr beliebt. Viele holen sich das, weil es halt einfach sehr günstig ist, sehr viel Platz bietet. Die Lüfter sind mit dabei, RGB Beleuchtung ist mit dabei. Es hat eine Meshfront, eine Glasscheibe und so weiter und so fort. Ist jetzt irgendwo auch schon so ein bisschen ausgelutscht, weil es wirklich viele Systemintegratoren nehmen. Aber hey, wenn es euch gefällt, warum nicht? Technisch ist es einwandfrei. Wie gesagt, ich habe es ja getestet. Das Video findet ihr auf meinem Kanal. Und das kostet 118,36 € bei Mindfactory. Ja, wenn ich jetzt den Preis so sehe, ist das doch wieder ein bisschen teurer geworden. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X 3D. Ich verschone euch jetzt mit den technischen Daten, weil wir den sehr oft hatten schon in der Vergangenheit. Immer noch einer der besten Gaming-Prozessoren, die ihr am Markt aktuell kriegen könnt. Preis-leistungstechnisch gesehen, natürlich gibt es noch stärkere Prozessoren. Aber wenn ihr wirklich preis-leistungstechnisch gut unterwegs sein wollt und ihr wollt keinen Bottleneck haben, dann könnt ihr den durchaus nehmen. Auch wenn ihr streamen wollt, gleichzeitig spielen wollt und so, alles überhaupt kein Thema. Und der kostet 435,99 € bei Trend IT über eBay. Die Grafikkarte ist eine RTX 4080 Super 16 GB. Welche genau es wird, wissen wir wie gesagt nicht. Deswegen nehme ich jetzt einfach die von Palit. Ob es jetzt eine Palit wird, eine Gainboard oder sonst was, das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Klar, es gibt solche OC-Versionen, die haben dann nochmal 3% mehr Leistung oder was. Aber die Grafikkarte ist auf jeden Fall gut für WQHD und auch 4K-Gaming. Ihr müsst natürlich bei einigen Spielen dann schauen, wenn ihr jetzt 4K spielt, dass ihr dann hier und da ein paar Sachen runterdreht bzw. DLSS benutzt. FPS-Testvideo findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Es gibt ja nicht umsonst noch die 4090 am Markt, aber die ist preis-leistungstechnisch gesehen einfach nicht so gut wie eine 4080 Super. Die hat natürlich mehr Power dann, klar. Aber der Preis ist auch fast doppelt so hoch, von daher juckt das gar nicht. Und die kostet 999 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher ist ADATA XPG Lancer 32 GB DDR5 6000 MTS CL 30 Kit 2x16 GB. Da wissen wir ja mittlerweile, dass Krotos sehr viel auf ADATA geht, was SSD, RAM und auch Netzteile und so weiter angeht. Aber das macht die ganze Sache ja nicht schlecht, ist ja ein guter Hersteller. 32 GB reicht ganz dicke in dem Preissegment. 6000 MTS ist über der Spezifikation von AMD, das sagen wir auch immer. Das ist so ein Sweet Spot, den man gut bei AMD nehmen kann. Wenn ihr jetzt ein Intel-System habt, könnt ihr auch 6400er oder 6800er nehmen, sofern es halt nur zwei Riegel sind. Und CL30, ja, ist auch super. Klar, es gibt noch CL28-Speicher, aber nee, ist Quatsch. CL30 ist schon gut so. Der hat jetzt natürlich, wie eben schon angesprochen, keine fancy RGB-Beleuchtung oder so, aber der macht halt seinen Job. Und der kostet 107,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix B650EF Gaming Wi-Fi. Der B650E-Chipsatz reicht ganz, ganz dicke für dieses System, auch in Kombination mit diesem Prozessor. Das ist völlig fein. Dann haben wir beim Board gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafik. Karte rein und dann habt ihr potenziell noch 3 Erweiterungsslots für Capture Card, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr da reinpacken wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Das bedeutet für euch, ihr könnt euch auch ganz normal mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Die Antennen, die liegen dabei. Bluetooth ist auch mit dabei, ihr könnt einen Bluetooth-Controller oder so anschließen. Dann haben wir noch 2x USB Typ C mit dabei, 2x USB 3.1, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0 Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafikanschlüsse könntet ihr potenziell sogar benutzen. Wenn die Grafikkarte mal kaputt geht oder so, könnt ihr dann einfach ein Bild ziehen mit Hilfe des Prozessors, weil der eine integrierte Grafikeinheit hat. Das ist ein gut ausgestattetes Mainboard. Ist schon sehr teuer, aber bei 2330 € erwarte ich sowas auch. Und das kostet 232,95 € bei computeruniverse.net oder Cyberport. Die SSD ist eine ADATA XPG Gamix S70 Blade 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6700 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Micron. 2 TB bei 2330 € bin ich völlig fein mit. Wenn ihr mehr Speicher braucht, könnt ihr sowieso hinterher noch erweitern. Das Board bringt ja genug Anschlüsse mit.
Ja, Geschwindigkeit ist Wahnsinn. Braucht man theoretisch als Gamer nicht, aber ist nice to have. Und die kostet 137,50 Euro bei XCOM. Der CPU-Kühler ist eine Wasserkühlung und zwar die Arctic Liquid Freezer 3 360 ARGB. Rein technisch gesehen bräuchtet ihr keine Wasserkühlung in dem System, vor allen Dingen nicht eine 360er, die auch noch so einen dicken Radiator hat. Aber die ist preis-leistungstechnisch einfach geil. Und vom Designpunkt her habt ihr dann Vollbestückung. Vorne die drei Lüfter, oben dann nochmal drei Stück und hinten auch noch einen. Klar, die beim Gehäuse sind ein Ticken größer, aber da achtet ihr hinterher sowieso nicht mehr so drauf. Ihr habt rundherum RGB-Beleuchtung und eine gute Kühlleistung. Wer noch ein bisschen Geld sparen will, kann Luftkühler nehmen. Ich habe auch gleich eine Alternative, die einfach ein bisschen billiger ist, weil auch keine Wasserkühlung und so drin ist, seht ihr gleich. Aber mit sowas haltet ihr euch natürlich auch den Punkt offen, dass ihr theoretisch später upgraden könnt und ihr auf jeden Fall keine Probleme mit der Kühlung kriegt. Und die kostet auch gerade mal 74,37 Euro bei Mindfactory. Ist wirklich günstig für eine 360er AIO mit so einem dicken Radi. Das Netzteil ist ein MSI Mac, nanu? Kein Adapter mehr. Naja gut, MSI Mac A850 GL PCI Express 5 850 Watt Gold. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Gold Zertifizierung und ist Vollmodular, bringt auch schon den neuen Stecker für eben die 4080 Super mit, diesen 12 Volt High Power Anschluss. 850 Watt reichen ganz dicke, könnt ihr später auch noch ein bisschen upgraden, wenn ihr Bock habt. Also jetzt nicht das Netzteil an sich, sondern eben die Grafikkarte oder so. Das würde nämlich in Kombination mit einer 4090 zum Beispiel auch laufen. Ist qualitativ ein super Netzteil, kann man gar nichts sagen. Und das kostet 94,90 Euro bei ProShop.de. Die Wärmeleitpaste ist die PCGH Gear Carbonite Ultra. Inwieweit die jetzt einen Vorteil bietet gegenüber der Standard-Wärmeleitpaste, die bei der AIO dabei ist, kann ich euch gar nicht sagen. Ich beschäftige mich tatsächlich nicht so stark mit Wärmeleitpasten. Die soll einfach nur funktionieren. Das tun sie scheinbar. Deswegen verbaut er die wahrscheinlich auch. Wir packen jetzt die Spritze einfach mit in diesen Preiskorb rein. Beziehungsweise in den Warenkorb, den Preispunkt in den Warenkorb. Und die kostet 8,99 Euro bei Amazon Marketplace über PCGH Gear. Betriebssystem ist Windows 10 oder 11. Testversion vorinstalliert ohne Key. Also ich gehe davon aus, dass ihr hinterher mitteilen könnt, welches Betriebssystem ihr haben wollt. Ich würde jetzt einfach standardmäßig auf Windows 11 gehen, aber ihr kriegt keinen Key. Deswegen ist das jetzt auch nicht mit im Warenkorb drin. Und hier ist wieder dieser Standardtext, professioneller Zusammenbau mit Kabelmanagement, auch auf der Rückseite, BIOS-Updates, das hoffe ich auch, und Einstellungen, angepasste leise Lüfterkurven, Installation von Windows und Treibern in der aktuellsten Version samt aller Updates, Leistungs- und Stabilitätstest. Ja, da steht jetzt nicht viel von wegen Garantie und Pickup und Return und so, deswegen, wir lassen es einfach weg. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 2209,95 Euro und das System kostet 2330 Euro. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von bummelig 120 Euro gegenüber Selbstbau. Und beim Selbstbau, da müsst ihr noch hier und da ein paar Versandkosten reinrechnen und so weiter. Klar, bei Krotos auch, da kommen auch Versandkosten drauf. Aber das ist echt ein guter Deal. Das wäre wirklich so ein System, wie wir es eventuell auch konfigurieren würden. Ob die Wasserkühlung jetzt reinwandern würde oder nicht. Egal, das Board ist natürlich auch schon ein bisschen gehobener, da kann man auch noch ein bisschen sparen. Deswegen, ich zeige euch mal eine Alternative, die ein bisschen günstiger ist, von der Leistung her aber gleich ist. Aber ich finde das System echt gut. Und zwar haben wir hier den Benz Hardware 2000 Edition für 2200 Euro knapp, also 130 Euro weniger. Ihr seht schon, das Gehäuse ist ein anderes, das ist reine Geschmacksfrage. Da sind auch die Lüfter mit drin, pipapo. Wir bekommen anstatt einer Wasserkühlung allerdings einen Luftkühler, der aber mit dem Prozessor klarkommt. Wenn ihr später upgradet, kann ich euch gar nicht genau sagen, ob der Kühler das dann noch schafft. Sagen wir, ihr schmeißt da irgendeine 9000er Generation CPU drauf, von der ihr jetzt noch nichts wisst, wie da die TDP und so ist. Dann könnte es da vielleicht ein bisschen eng werden, aber jetzt zu dem Zeitpunkt passt das mit dem Prozessor zusammen. Das Board ist auch ein bisschen, ja nicht schlechter will ich gar nicht sagen. Das Board ist eigentlich auch ganz geil, das Tomahawk. Das verbauen wir auch sehr, sehr gerne. Man muss hier und da ein paar Abstriche machen, aber es ist eigentlich auch passend für diesen Prozessor. Hier ist auch eine 4080 Super, wo wir auch nicht wissen, welcher Hersteller es ist. Wir haben auch 32 GB 6000er RAM mit CL30. Also tut sich jetzt auch nicht viel, beziehungsweise gar nichts beim RAM. Wir bekommen eine 2TB Lexa NM790, auch sauschnell, auch qualitativ völlig in Ordnung. Habe ich selber hier liegen. Wir bekommen auch ein 850 Watt Netzteil, auch RTX 3.0. Der neue Stecker, pipapo, alles mit dabei. Und wie eben schon angesprochen, das Gehäuse ist ein anderes. Also was hier wirklich jetzt den Unterschied macht, ist quasi Wasserkühlung gegenüber Luftkühlung und das ROG-Board gegenüber dem Tomahawk. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.121,09 Euro. Und das System kostet 2.199 Euro. Da habt ihr jetzt einen Preisunterschied von ca. 80 Euro gegenüber Selbstbau. Also egal wie ihr es macht, ihr bekommt die gleiche Leistung.
Habt halt nur keine fancy Wasserkühlung da drin und das Gehäuse ist ein bisschen anders. Alles, was ich eben angesprochen habe, sind beides gute Systeme. Ich weiß, das ist jetzt nichts Besonderes oder so. Das sind Konfigurationen, wie sie halt auch sein sollten. Das macht die ganze Sache natürlich dann ein bisschen langweilig, weil wir konfigurieren das meistens auch ungefähr so. Klar, hier und da hat man eine Vorliebe beim RAM oder was. Aber rein technisch gesehen sind die echt alle beide gut und preislich auch. Was soll ich da anderes zu sagen? Es wird im Discord vorgeschlagen, ich mache ein Video drüber und ja, wenn es dazu nicht mehr zu sagen gibt, außer cool, dann ist halt cool. Lasst mir eure Meinung mal gerne in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.